Und die geht schon ab. Oh je. Nein, 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 nein. Okay, ich kann keine rausschicken, weil ich belagert werde. Echt, krieg keine raus hier. Doch jetzt kriege ich hier welche raus. Ich denke, ich habe verkackt. Argeus behauptete, rechtmäßig König von Makedonien zu sein und wandte seine Männer gegen das Königreich, das er angeblich leitete. Doch Argeus unterschätzte Philipps militärisches Können. Der Prätendent starb so, wie er auch gelebt hatte. Das Königreich erholte sich, war aber noch immer in Gefahr. Mit der Ermordung König Perdikkas nicht zufrieden, baute Bardylis eine riesige Armee für seine Rückkehr nach Makedonien auf. Philipp musste sich Bardylis stellen und ihn in Zugzwang bringen. Ansonsten wäre das Königreich verloren. Also ich habe doch nicht verkackt. Die Hyperspisten, oh Jesus, das ist ein Name. Brigade ist jetzt in Aigai bereit. Schön! Das heißt, ich kann ja eigentlich meine Einheiten alle so aufteilen. So, ich habe die Flankenangriffe habe ich fertig. Es ist ungewöhnlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man sich hier, wie gesagt, erstmal damit abfinden muss, dass man hier kein richtiges Tutorial spielt. Da fehlt ein paar Hinweise und das war es dann auch schon so. Ich weiß zum Beispiel nicht, welche Einheiten jetzt hier aufgestiegen sind. Die. Und wo ist dieser schnuckelige Kompass? Strategische Übersicht. Gesamte bisher entdeckte Karte. Anführer auswählen. Anführer auswählen. Mhm. Hm. Achso, die flüchten ja gerade. Da, was ist da? Achso, hier, guck mal, hier ist mein Gold. Aber ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, wo ist denn hier? Wo ist der Kompass? Hier wurde irgendwas vom Kompass gezeigt. Ich weiß nicht, wie der Kompass ist. Das kann ich nicht beantworten. Aber gut, ich werde das alles rausfinden. Wir müssen jetzt ja irgendwo wohl mal eine Einheit hinschicken. Keller. Hat keine Nahrung. Muss ich jetzt hier mit hier verknüpfen. So, die sammeln jetzt noch, oder was? Wie kriege ich die hier dazu, dass sie irgendwas machen? Ein Teil davon? Nee, man. Wirklich, der ganze Trupp muss da hin. Echt jetzt? Kann ich die auch dazu bringen, wenn ein Lager aufschlagen, lagernde Einheiten automatisch auf Nahrungssuche? Ey, mach das mal. So wird das gemacht. Das ist interessant, jetzt schlagen sie ein Lager auf, so gucken wir uns mal an hier. Und sie schlafen erstmal. Erholen sich also hier. Und gehen dann hoffentlich gleich auf Nahrungssuche. Also irgendwie schlafen sie nur. Gut, ich gehe davon aus, die mal Lager abbrechen. Nee, das lasse ich. Ich lasse das jetzt also hier stehen. Gut, ich lasse das stehen. Keine Rekruten mehr. Keine Rekruten mehr. Rekruten kehren langsam im Verhältnis zur Größe der Stadt zurück. Einheiten, die ihren... Aber einfach in der Anlage... Alarmlicht. Holy smokes.
Okay, also man kennt es ja, die Einheiten werden automatisch wieder befohlen bzw. hergestellt. So, hier Alarmlicht. Was ist das? Anhalten spielen. Aber viele Einheiten hier. Holy Smokes. Bergwerk. Minen können von Arbeitern, Sklaven oder Kampfeinheiten errichtet werden. Fertige Minen erzeugen Einkommen, wenn Arbeiter oder Sklaven sich in der Mine befinden. Gut zu wissen. Und gerade wo man die an jetzt. Ach hier! Das soll der Kompass sein. Aber es ist trotzdem ungewöhnlich, irgendwie Edessa. Scheiße, wo war das? Alt und drehen. Festung bei Borg. Okay, sollen die mal eben platt machen hier das Ding. Das sind ganz schön viele Einheiten bisher, finde ich jedenfalls. Ich weiß, ich habe schon wieder irgendwas ohne Nahrung. Mal schauen, wie das endlich. So, jetzt wird das gute Stück hier gebaut. Beim Rennen sinkt die Ausdauer, Truppen können wir mit dem Rennen auf. Aha. Okay, sich ehrlich gesagt gar nicht durch. Gut, jetzt ist die Festung gleich fertig. Bin gespannt, wie das gleich aussieht. Da muss ich wohl Einheiten stationieren, also ich kann das wohl jedenfalls. Oh mein Gott, das wird eine ganze Weile dauern. Wieso ist jetzt schon wieder hier? Tatsächlich, wir kommen. So. Edessa. Arbeiter rekrutieren. So, sind wir auf jeden Fall fertig. Das Ding ist fertig, aber was macht es? Bewege Einheiten an eine Festung, um den Verbrauch und Versorgungsbedarf zu verringern und sie als Garnison einzusetzen. Festungen bieten einen guten Überblick über die umliegenden Länder und können Versorgungswege und Versorgungsdepots. Okay. Werde ich auch machen, aber ich muss hier irgendwie erstmal für das Ende in dem Gelände das Ding. Gehört auch schon mir. Stadt betreten. Gehört auch mir. Was ist das denn? Das ist gar nichts. Was ist das? Bauernhof. Unabhängig. Erobern. Festung bei Bora hat kein Essen. Ja, und das hat auch nichts. Weiß ich. Aber. Ich kann es ja nicht ändern. Wo sind zum Beispiel meine Einheiten hier? Ich hatte noch einen Bauernhof. Stadt betreten.
Die sollen jetzt, ich muss jetzt also erstmal irgendwo hinschicken und dann sollen sie ein Lager aufschlagen. Speichert. Automatische Speicherung. Sowas gibt's auch hier. Ist doch herzlich. Hier ist eine Höhle. Schon wieder Einheiten. Okay, der Bauernhof gehört jetzt uns. Ich schicke die jetzt mal erstmal hier hin. Gut, der ganze Schmuh läuft ja hier in Echtzeit. Arbeitertrupp von Pella hat sich zurückgezogen und gruppiert sich neu in Pella. Wozu? Die sollen doch hier... Verdammte Axt, ey. Ja, ich brauche die hier. Lager- und Nahrungssuche jetzt. Macht hier. Was verblieht? Wegmachen. Wegmachen! Das muss alles schneller gehen hier. Oh Mann. Ich habe mehr Ausgaben als Einnahmen. Auch nicht gut. Ich habe immer noch keine Punkte vergeben. Müsste ich eigentlich auch mal. Was ist denn das hier oben? Schnellauswahl. Okay, jetzt geht's ab. Was ist denn das hier? Pella, ach so, das ist ja meine Stadt. Diese Qualm, wieso? Das sieht gar nicht gut aus. Ist halt irgendwie knifflig, weil man auf so viel achten muss nebenbei noch. Verbinde Pella mit einer anderen Stadt. Das mache ich dann auch gleich. Okay, meine Einheiten. Also wir haben es geschafft. Verbinde Pella mit einer anderen Stadt, aber mit welcher Stadt soll ich Pella verbinden? Was ist das hier? Gönnen die mir? So, Pella verbinden mit, was ist das denn? Arbeitertrupp. Kriegen ja ohne die Ketten echt. Ematia. Wie verbinde ich die denn? Links liegt zur Auswahl eine angenommene Makedonie. Statt Ematia, der Mossager ändert sich zu einer Versorgungsverbindung. Rechtsklick auf Pella, dann erscheint die Versorgungsverbindung. Ein Klick bei gedrückter Umschalttaste erstellt Weg. Sehe ich hier echt gerade nicht durch. Scheiß Einheiten. Irgendwie brennt hier meine Stadt nieder. Hat das damit was zu tun? Ich glaube, ich verkacke hier noch irgendwie ein bisschen. Banier! Wieso kann ich die nicht angreifen?
Ich kann den nicht angreifen und ich weiß nicht wieso. Die erobern hier einfach meine eigenen Einheiten, oder? Oder nicht? Und sie legen hier Feuer. Ich verstehe nicht, warum ich die nicht angreifen kann. Ehrlich gesagt. Einheiten werden angegriffen, also so genau hier. Okay. So, das habe ich irgendwie überlebt. Was ist das hier? Almopia. Eroberung. Okay, wir gehen mal kurz auf Pella. Welches abgebrannt ist. Oder irgendwie zumindest abbrennt. Wahrscheinlich muss man das irgendwie löschen. Ich weiß nur nicht, wie man das macht. Irgendwas stimmt mit dieser Stadt hier nicht. Ich glaube, die ist hinüber. Ich glaube, den kannst du knicken. Hier gibt's auch nichts zu futtern. Wo sind eigentlich die ganzen Einheiten? Ich sehe hier ehrlich gesagt nicht wirklich durch. Ich meine, hier wird auch Nahrung transportiert. Versorge Pella. Fertig. Verbinde Pella. Nicht fertig, weil Pella ist kaputt. Aber wahrscheinlich muss ich die andere Stadt nehmen. Irgendeine andere Stadt. Welche habe ich jetzt eingenommen? Flankiert-Brigade. Arbeiter-Tob macht auch noch irgendwas. Okay, ich verbinde jetzt mal Edessa. Ich kriege diese Verbindung nicht hin. Ich bin wirklich wie ein Honk. Wieso kriege ich diese Stadt nicht verbunden hier? Nochmal durchlesen den Dreck. Linksklick zur Auswahl einer eingenommenen makedonischen Stadt, Emetia, Edessa oder Aigai. Der Mostteil ändert sich zu einer Versorgungsverbindung. Ach, das ja. Okay, rechtsklick auf Pella, dann erscheint die Versorgungsverbindung. Dann merkt man einen Klick bei gedrückter Umschalttaste. Erstellt Wegpunkte. So, hier. Aber ich kann nicht direkt auf die Stadt, ich muss also hier irgendwie. So, das ist jetzt verbunden, oder wie tatsächlich? Nee, ist noch nicht. Jetzt schön. Gut, jetzt habe ich diese Stadt. Und ich brauche den Hof dazu. Gehört schon mir. Die sitzen auch noch rum, sammeln wohl irgendwie ab und an mal ein bisschen was zu essen, obwohl es gar nicht so aussieht. Zu wenig Gold oder. Ja, mir geht echt die Kohle aus. Zu viele Einheiten hier. Okay, was können wir machen? Was ist denn das da?
So, da habe ich mal Karren. Ich sehe irgendwie auch nicht ganz durch. Hier kann ich noch Einheiten erstellen. Nein, kann ich auch nicht. Es gibt so wenig Gold. Tipp, kein Gold mehr. Deine Kosten sind höher als dein Einkommen. Wenn du im Defizit bist, haben deine Einheiten niedrige Moral und du kannst keine neuen Einheiten rekrutieren. Einkommen erhöht man durch die Erstellung von Versorgungswegen, die Eroberung von Städten, das Errichten von Städtemauern, den Einsatz von mehr Arbeitern und Sklaven in den Bergwerken. Kosten erhöht man durch die Auflösung von Einheiten, die Aufgabe von Schreinen und Wachtürmen.